Hi zusammen! Heute geht es um das Thema Spinnen. Für viele einfach nur eklige Tierchen, doch heute zeigen wir euch 5 Fakten zu den Tieren, die du wahrscheinlich noch nicht wusstest. Los geht's! Können Spinnen im Staubsauger überleben? Bei der Recherche haben wir immer unterschiedliche Antworten gefunden. Aber jetzt stellt euch mal einfach vor, ihr werdet von einem überdimensionalen Staubsauger eingesaugt, fliegt mit enormer Geschwindigkeit durch den Schlauch, knallt rechts und links an die Wände und landet anschließend in einem Beutel. Hättet ihr da noch Bock rauszukommen? Bestimmt! Aber mit euren Verletzungen werdet ihr es wohl kaum noch schaffen, vorausgesetzt ihr habt das Ganze überlebt. Also nein, in der Regel wird keine Spinne, die du aufgesaugt hast, wiederkommen. Aber denk mal an die Spinne. Toll ist der Ritt im Staubsauger auch nicht. Zweiter Fakt, giftige Spinnen. Sind alle Spinnen giftig? Prinzipiell sind alle Spinnen giftig. Auch die kleinen Hausspinnen, die ihr sicher kennt. Aber die meisten haben gar nicht die Zähne, um die menschliche Haut irgendwie zu durchdringen. Und die Konzentration des Giftes ist so niedrig, dass euch selbst dann nichts passieren kann. Für die Zuschauer aus Down Under, ihr seid nicht gemeint. Dritter Fakt, die giftigsten Tiere der Welt leben in Australien. Das wisst ihr sicher. Die giftigste Spinne ist aber die brasilianische Wanderspinne. Diese ist nicht nur giftig, sondern auch noch aggressiv, was also eine böse Kombination ist. Außerdem weit oben bei den giftigsten Spinnen die Trichternetzspinne und die Redback Spider oder auch Rotrückenspinne. Alle drei kommen erwartungsgemäß in Australien vor. Wobei zu der Redback Spider zu sagen ist, dass sie echt klein und unscheinbar ist und selten. Wenn ihr also mal in Australien in den Pool springt, aufpassen. Denn Wasser lieben die rot-schwarzen Biester. Alle Gifte der Spinnen sind übrigens Nervengifte und können zu Lähmungen führen. Wenn dieses Gift also euer Atemzentrum erreicht, ist Schluss mit lustig. Trotzdem zum Thema giftige Spinnen, es sind nur sehr wenige Spinnenarten für den Menschen wirklich gefährlich. Vierter Fakt, mögt ihr Mücken, Kartoffelkäfer, Motten? Nein? Dann solltet ihr den Spinnen ihren Raum geben. Denn diese vertilgen die Insekten in großen Mengen und befreien eure Räume von diesen Biestern. Mal ehrlich, mich nervt eine stechwütende Mücke mehr als eine unansehnliche Spinne. Da ist der Ansehnlichkeits-Nutzen-Faktor also entscheidend. Fünfter Fakt, der letzte Akt. Sexueller Kannibalismus ist unter einigen Spinnenarten verbreitet. Das heißt, dass die Weibchen die Männchen vor, während oder nach dem Akt fressen. Wobei, wenn sie das Männchen vor dem Akt frisst, gibt es auch wohl keinen Akt mehr. Das ist quasi auch der Grund. Das Weibchen will die Paarung verhindern. Warum manche Spinnen ihren Liebhaber fressen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Oft dienen die meisten kleineren Männchen als willkommene Mahlzeit nach dem Akt. Andere wiederum wollen einen zweiten Akt verhindern. Wie blöd manche Männchen sind, erkennt man, wenn sie nach dem Kampf ums Überleben die Dame der Begierde ein zweites Mal begatten. Das ist dann meistens tödlich. So, wir hoffen, ihr konntet etwas lernen und wenn ihr zu viele Spinnen habt, schaut mal in unseren Blog über Spinnen, da erfahrt ihr, wie ihr sie loswerdet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, warum habt ihr dann bisher geguckt? Macht doch gar keinen Sinn. Wenn dieses Gift also euer Atemzentrum erreicht, ist Schluss mit lustig. Ist so. Lachen wir jetzt? Ich glaube, ich mache das nochmal ohne Lachen.